Willkommen zurück zur dritten Folge von The Callisto Protokoll. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und mich weiterhin begleitet auf meinem Weg durch Black Iron Gefängnis hier auf Callisto. In der letzten Folge haben wir ein neues Spielzeug bekommen. Und zwar diesen telekinetischen Handschuh da. Und mit dem werden wir noch viel Spaß haben, vermute ich mal. Und wie es in dem Spiel weitergeht, das erfahren wir jetzt. Legen wir los in der dritten Folge von Callisto Protokoll. So. Hier hatten wir uns ja jetzt nochmal gedruckt. Wir haben kein Geld mehr. Und wir müssen... Da habe ich keinen Platz mehr. Da lang? Genau, hier lang. So. Bin auch mal gespannt, ob das Spiel auch so eine Art Bolzer hat. Ach ja, wir haben ja so viel Munition. Oh, wir können mal nachladen. Oh, haben wir jetzt Platz? Na, ein Schuss. Oh. Dann haben wir erstmal 24 Schuss dafür oder würde ich die eine Spritze noch mitnehmen? Sicher, sicher. Weil wie gesagt, wenn viele Gegner da sind, dann kann das ziemlich böse enden. Wo ist der Kasten hin? War der hier? Ah, hier. Das heißt, die nehmen wir nochmal mit. Und gehen jetzt weiter. Das wird ein bisschen zu oft benutzt. Aber okay. Oha. Alter, wer war das denn? Das waren doch unmöglich die Viecher, oder? Können ja nur Häftlinge gewesen sein. Jacob, du hast es geschafft. Mein Weg zur Schuhe war echt die Hölle. Ich müsste dir den Warnung kommen. Ich bring dich dann hoch, okay? Suche einen Aufzug. Ach komm, hier ist nix. Frech. Aber hier. Bin voll. Der sieht kaputt aus. Geh rein, ich kann dich von hier aus steuern. Bist du dir sicher? Ich lass dich langsam und sachte runter. Bremst den Scheiß aus! Elias! Ich versuch's ja. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromtransfer. Das System reagiert nicht. Du musst es manuell machen. Moment, was? Wie? Wie tief ist das jetzt bitte schön gewesen? Wie tief sind wir jetzt bitte schön nach unten gefahren? Und hier sieht's nicht geil aus. What? Jetzt greifen wir einen schon die Eier an. Ich bin da im Weg aus dem Keller. Bleib liegen.
Sicherung, okay. Leben. Alter. Diese Eier gehen ja mal gar nicht. Kann man den ausweichen? Bleib liegen. So. Wo ist der nächste? Die Eier gefallen mir nicht. Da ist doch noch eins. Oder? Yep. Das geht nicht. Arbeitsunfall. Dachte mir, dass das geht. Geld? Ja, nett. Ah. Hä? Alter, wie viel ist denn da drin? Im Moment bin ich voll. Aber sollten wir uns mal merken, falls wir hier nochmal zurück können. Wie geht eigentlich mit der Mucke hier? Oh. Wir sind einige. Drei Stück. Der links bleibt stehen. Warte, ich will den noch schnell. Ah, verdammt. Ey, der ist frech. Oh, noch einmal kommen. Daneben gehauen. Boah, knapper Sieg.
ein sehr knapper Sieg. Waren das alle? Oh, da hätte ich auch drauf schießen können, wa? Ah, nicht gesehen. Da ist die Sicherung. Ich schon? Nein. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass die Musik nicht aufhört. Kam eigentlich der andere jetzt auf einmal her? Das ist doch eine. Ja, okay. Dann heilen wir uns mal komplett. Zurückhalten anfangen und da war ja die Tür mit der Sicherung. Wieso kann ich nicht rennen? Jetzt. Ach, jetzt. Ah, okay, verstehe. Auf der anderen Seite. Was ist das? Ja, geh weg. Flintenbauplan. Weg. Den Flintenbauplan nehme ich natürlich gerne mit. Energie, ach, zum Verkaufen ist das, gell? Echt zu wenig Platz, ey. Okay, also ging's hier gar nicht richtig weiter. Okay. Und nun Secret. Aber immerhin der Bauplan. Dann nehmen wir das wieder mit, dann müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Machen wir den Spielsound, also die Musik, ein bisschen weiter runter. Alter, schlägt ganz schön aus, sehe ich hier. So. Ah. So ist besser. Hoffe ich. So. Aber wo muss jetzt die Sicherung rein? War die Pistole, da war die Kiste. Irgendwo links, oder? Ah, da. Okay. Griff Elias wieder. Auf nach oben. Dürfte eine lange Fahrt werden. Das Ding ist echt verdammt groß. Ja. Elias, ich bin im Aufzug. Ich sehe dich zu. Elias,
alles klar? Elias, kannst du mich hören? Das ist jetzt das Hochsicherheitsgefängnis oder Sicherheitstrakt, der gesagt. Ah, okay. Sieht ja nicht einladend aus. Oh, hier ist er doch. Nutze die Gondel, um die Schuhe zu erreichen. Sicher, sicher, Trophäe. Okay. Oh, verbringen. Ja, ich habe eh kein Geld, von daher. Hier werde ich nicht machen können. Freie Auswahl. Ah, ein Bauplan. $800. Ha, hab ich nicht. Könnte man das hier mal erweitern? Das wäre nett. Noch kein Stress. Ja, komm, da kaufen wir mal. Das hier noch. Qualitätsprüfung bestätigt. Höhere Stabilität, okay. Freunde? Da. Was macht denn der so einen Stress? Wir haben doch Zeit. Überall diese Dinger. Aua! Die halten aber Schüsse ganz schön gut aus, ja? Jetzt rieche ich hier... Okay. Dann Strom wieder einschalten. Da drüben sind Sicherung. Akkusatz. Hä? Habe ich jetzt mehr Energie, mehr Platz? Nee. Okay. Denken die sich? Natürlich nicht. Ah. Blöd. Okay. Und nun? Ah.
Okay. Kommt ihr mal her. Warum nutzt er die nicht automatisch? Von hinten unfair. Gut jetzt. Soll ich noch was machen hier oder was? Fast tot. Im Kontrollraum. Du musst die Konstruktion rotieren, um die Zelle zu erreichen. War gerade sehr laut. Doch, wo nicht da oben bleiben, oder wie? Lass mal gelootet. Schön, das ganze Geld. War's das? Scheint so. Dreimal leben. Das war gerade echt nicht nett. Ja, fast gestorben. Ah. Der hat zwar noch nicht genug Geld haben. 386. Ich glaube, ich spare mal auf die hier. Hä? Ja. Ich spare mal. Gibt's hier noch irgendwas? Da liegt noch was. Zum Verkaufen. Ja, schnell verkaufen. Freie Auswahl. Also wieder runter.
Geh her. Da unten wartet schon einer auf mich. Würde mich gern mal anschleichen. Ja, okay, dann eben nicht. Ey! Boah, ey. Hallo. Ey, der Spucker geht einen richtig auf die Eier. Oh. Alter. Boah, was, der lebt noch? Der ist echt nervig. Boah, das hat mich noch nicht mal voll gemacht. Ja, viel Munition verballert, ja. Ah ja, 15 habe ich noch. Das war gerade echt gemein, dass die auch noch von der Seite kamen. Welche Zelle soll ich denn öffnen? Ist überhaupt noch jemand am Leben? Hallo? Hä? Kann ich überhaupt eine öffnen? Befreie den Häftling. Welchen? Ah, hier. Oh. Erkennt man ja kaum. Ich hab's. Bin gleich da. War noch drin. Zusammenhalten. Untertitel ist weg. Danke, aber ich komme allein zurecht. Aber hier noch ein Tipp. Trau ihm nicht. Er verbirgt was vor dir. Alarm. Notfallverbindung gestartet. Elias! Ich schwöre, Jacob, ich wusste nicht, wer sie war. Ich dachte, du weißt alles über diesen Ort. Ja, das habe ich auch. Was jetzt? Jetzt bist du da drin gefangen, bis die Zelle andockt. Das heißt, ich kann zur Bahn, du aber nicht. So klar. Nein, ist in Ordnung. Du musst zur Müllentsorgung, okay? Melde dich, wenn du dort bist. Dann Transfer beendet. Moment, was zur Hölle ist das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Vertrau auf den Plan, okay? Bis später. Übrigens, kleiner Hinweis, die Frau, die wir da gerade befreit haben, ist dieselbe Schauspielerin, die auch bei The Boys mitspielt. Wisst ihr Bescheid?
Jetzt tief runter. Aber er geht nach oben. Also hier drinnen dürfte kein Gegner kommen. Kann ich eigentlich Waffe ziehen? Nee. Erreiche die Bahnstation. Einzeln sind die ja an sich überhaupt gar kein Problem. Aber wenn es mehrere sind und dazu noch so ein scheiß Spucker, dann wird's gefährlich. Hey. Da war so ein schleimiges Etwas, was jetzt weg ist. Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Er hat Augen im Hinterkopf. Durch die Rohre. Oh. Nur noch eine. Naja, was muss, das muss. Ich hab mich aber aus einem doofen Winkel getroffen, ne? Wo ist er? Hat er gerade Englisch gesprochen? Ja, wie gesagt, der Day One Patch fehlt noch. Hallo? Was soll ich gegen die machen? Schießen oder was? Ihr mich auch. Weil die Kamera jetzt nicht schnell genug nach rechts ist, konnte ich den nicht sehen. Läuft. Na, üpf. Ich bin froh, dass das nicht heiß ist. Aber wie gesagt, alleine sind die absolut kein Problem. Nur wenn es mehrere werden.
Ah, okay. Ach Junge. Wollte mich mal anschleichen. Ich habe lange keine Heilspritze mehr gefunden. Okay. Glaubt, mit denen lege ich mich mal nicht an. Ah. Er läuft jetzt seine Runden. Was nutzen Fernkampfwaffen, um den Kopf des Roboters auszuschalten? Kein Signal. Suche. Der one-hitted mich. Okay. Das war gemein. Ich hab den jetzt in Ruhe, oder muss ich den killen? Nee, oder? Wir versuchen mal so durchzuschleichen. Gucken, wie der läuft. Alles gut. Das ist übel. Wow. Ja, da muss ich ein bisschen schneller machen. Das war frech. Aber ich versuche noch mal abzuknallen. Mach mal frontal. Terminiert. So, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Alles sauber fallen. Entschlüsseler. Was ist das? Bauteil, die an einem Reforge, was, zu einem mittleren Preis. Okay, zu verkaufen. Okay. Wie viel habe ich jetzt gebraucht? 3 Schüsse, gell? Oh, jetzt kann der eine hier kommen. Hey. Ah, den muss man zweimal ausweichen.
Zumindest beim ersten Mal. Okay. Aber war eine gemeine Stelle. Also die Roboter sind echt böse. Ich hab's in die Bahn geschafft. Melde dich, wenn du beim Checkpoint ankommst. Verlasse die Station. Aber das sehen wir in der nächsten Folge von The Callisto Protocol. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin sage ich mal, haut rein. Euer Doomsday hier auf meinem Kanal. Bis dann.